Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur schnell zeigen, was aus den Harzteilen geworden ist, die ich ja im letzten Video aus der Form geholt habe. Aus den Teilen mit den Eulen habe ich Magnete gemacht. Ich fand das eigentlich ganz hübsch. Ich habe jeweils an die drei Stück jeweils zwei Magnete dran gemacht. Das hält bombenfest. Ich habe es ausprobiert. Habe ich auch nicht weiter irgendwelche Strichsteine oder Schnickschnack drauf geklebt, weil ich das so wie die sind schon sehr cool fand. Und wie ihr schon seht, aus den Runden habe ich Schlüsselanhänger gemacht. Ich habe auch nicht viel oben dran gehangen, weil ich das sonst hätte zu überladen gefunden. So, das ist so wie, ja, könnte man das so Vintage nennen. Ich habe an alle Bronze-Schlüsselanhänger dran gemacht. Hier ist eine rosa, wie nennt man das, durchsichtige Tropfenperle. Und hinten sind solche rosa Flakes. Ich weiß gar nicht, wie man die betitelt. Ich könnte die euch mal zeigen, wenn ich die jetzt auf die schnelle... Hier sind sie. Wenn ich die, sind die das? Ja, das sind die. Ich weiß nicht, was das für Material ist. Aber ich finde das immer sehr schön. Es ist auch... Ja... Das ist nicht nur rosa, sondern da sind auch hauchfeine. Das kann man gar nicht so gut erkennen. Das ist schade. Da, jetzt sieht man es. Genau, und die sind auf drei von den Anhängern hinten drauf. Zeige ich euch. So, dann die beiden mit der Rose. Das sind zwei verschiedene. Einmal, die ist dunkler, sind das vielleicht sogar zwei verschiedene Rosen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Hab die beide eigentlich gleich gemacht. Oben jeweils so ein, ja, was ist das, ein Ahornblatt, ein rosa Ahornblatt als Perle quasi. Und hinten dann halt auch diese rosa Flakes. Jetzt kann man es gut erkennen. Man sieht es vielleicht auch besser auf den Bildern. Eigentlich mache ich ja extra jetzt das Video dafür, dass man es hier besser sieht. Aber das Licht scheint hier gerade so blöd rein. Das ärgert mich gerade, wenn ich den Arm ein bisschen davor halte. Vielleicht. Naja. Aber ihr habt es mal gesehen. Und dann mein Versuch, einen Halloween-Anhänger zu machen. Ich finde den wirklich, der ist richtig cool geworden. Hab oben eine bronzene Mietz noch mit dran gehangen. Ich fand das eigentlich ganz cool. Ich habe so ein paar Sachen ausprobiert. Ich fand so Perlen haben da nicht so wirklich dazu gepasst. Und da ist es dann die Katze geworden. Ich fand die eigentlich ganz cool. Passt. Und hinten habe ich es einfach schwarz gelassen. Das ist jetzt hier noch ein bisschen mein Finger. Da ist nichts weiter. Genau. Tja. Und das war's auch schon. Und die habe ich gestern noch in meinen Shop eingestellt. Ihr könnt es euch gerne mal angucken. Wie gesagt, vielleicht sieht man es auf den Fotos besser. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass man das hier nie so gut sieht. Aber was soll's. Ihr habt es gesehen. Guckt einfach mal in meinen Shop rein. Den verlinke ich euch wieder unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann und habt noch einen schönen Tag. Hier ist es schön verregnet. Ich freue mich. Tschüssi.